Aber Da ist ja noch ein Rennen. Oh, da kommt ja noch was. Bad Trolling Race. Noch nicht bewertet. Ja, kannst du loslegen. Ihr fallt erstmal runter. Nee, du bist runtergefallen. Ihr seid bei mir runtergefallen. Ist egal, was wir nehmen, oder? Ja, ist kackegal. Also, ich würde nur kein Motorrad nehmen. Oh Mann, Alter! Du bist so ein Spassi, ne? Ja, dann nehme ich das jetzt auch. Dann nehme ich das jetzt auch. Ist egal, was ihr nehmt. Ich drück auf die. Mir ist es dann eingefallen, sorry. Mann, ey, oh. Ich fall voll, ich bin schon tot. Ich auch. Bevor es gestartet hat. Das ist jetzt doof. Kann man nur so inkompetent sein. Wir müssen jetzt irgendwie zum Checkpoint gleiten. Oh, heftig. Ups. Oh. Verdammt. Das ist ja wohl mal der Überfall. Ich hätte gesagt, hättest du wahrscheinlich Auto gehabt. Scheiße. Es tut mir leid. Das ist an das nicht früh genug gekommen, aber die Reaktion von euch war auch ziemlich geil. Vor allem so gleichzeitig, ihr beide. Ist ja auch so. Ja, wow, voll berechtigt. Hey, Berti. Nein! Oh, Leute, ich bin gebounced. Scheiße. Also, ich bin gerade schon mal da durchgekommen, aber da bin ich auf den Boden aufgeklatscht. Ein paar Mal über Kopf da durch, ja, klappt auch nicht. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ja, das ist mein Schuld, das brauchst du jetzt nicht mehr sagen. Lol, oha. Ich bin da gerade von einem abgebaut, da hätte ich es fast nach unten geschafft sogar. Ja, ich fliege da jetzt locker drumrum, aber ich glaube, ich schaffe das hier nicht, auf den Boden aufzukommen. Hey, Betty. Wie weit ist denn der Checkpoint weg? Klatsch. Alter, du siehst erst, mit was für einer Wucht du auf den Boden aufkommst, wenn der Motorrad wegfliegt. Nein! Ich bin durchgekommen. Ich komme da auch durch. Also ja, man, das Landen, das ist... Hui! Wie die Leiche da noch fliegt. Alter, mit was für einer Geschwindigkeit man da aufkommt. No. Lol, der macht's Boom. Ich war's. Alter. Das ist Bike, ey. Boah. Thomas, erstmal falsch rum. Wieso falsch rum? Bei mir was, war dein Kopf nach unten gezeigt und dein Motorrad nach oben. Ach so. Ja, ich komm da durch, locker. Ich komm da überhaupt nicht durch. Locker, ich fliege da nämlich gar nicht erst durch. Nur ich bin zu schnell. Ich muss eigentlich da mal abbremsen. Oh nein! Oh nein! Abbremsen, abbremsen, abbremsen! Ja! Abbremsen! Nicht auf Wall. Nein, bremst doch! Nein! Stopp! Nein, Baum! Nein, ja, nein, nein! Wie bist du das jetzt? Dich hat so ein Ding abgebremst, oder? Nein! Ja, ich bin auf einem orangenen Ding gelandet und dann bin ich gebounced und dann bin ich passend aufgekommen auch, ja, aber jetzt. Anders geht's nicht. Drum rumfliegen ist nicht. Dann bin ich halt so auf der Schräge aufgekommen und dann konnte ich nicht bremsen und dann ganz am Ende, fast auf der Straße, hat's mich dann hingelegt. Und jetzt bin ich wieder oben. Oh. Also man muss da abbouncen, sonst... Ich mach die ganzen Container kaputt. Ja, ich bin auch fleißig dabei. Bounce man denn am besten auf? Ich weiß es auch nicht, das ist mehr Glück als Verstand bei mir. Lol, schon wieder. Ja, lol. Ja. Ich stehe hier oben. Nein, jetzt fahr ich runter. Hä, wie bist du denn drauf geflogen? Keine Ahnung, ich...
Ich drücke mal ein bisschen nach vorne, dass das Motorrad dann so nach vorne geneigt ist. Vorne, hinten, links, rechts. Weil ich drehe mich immer in der Luft, das ist ein Problem. Ja, das ist ein tatsächliches Problem. Das ist der Thomas. Hast du ihn Fick dich! Nun auf! Oh mein Gott, ey! Wie der Körper sich dann immer noch dreht, ey. Und das ist das zweite Jump the Lake hier, ey. Krass. Voll den Kopf an so einen Container geklatscht. Aua. Stimmt nicht schön. Nee, ich boah. Möchte nicht in der Haut meines Menschen hier stecken. Sterben. Sterben auch nicht. Autsch. Fließt weg. Oh Gott. Alter, Vater. Ich find das schon lustig, wenn ich da einfach mal so durchkomme und dann auf dem Berg zersplitter. Na, Berg kann ich so auch die ganze Zeit zersplittern, aber... Mal gucken, ob wir alle Anhänger hier kaputt kriegen. Au, Baum. Oh, jetzt bin ich zum Beispiel gebounced. Aber jetzt wäre ich wahrscheinlich trotzdem wieder... Jo. Das hätte ich nicht überlebt. Lauf bouncen. Lol. Meinst du, ob man dann vielleicht einen Fallschirm hat? Was? Ein Fallschirm. Nee, ich meinte springen, wie mit dem BMX. Ach so, das kann man mit dem nicht. Oh Gott, jetzt darf ich's nicht verkacken. Ich hab's mehr, so gut oder wie, mehr oder weniger geschafft. So gut oder weniger, Gott. Hey, wie denn? Wie denn? Du sagst jetzt sofort wie! Und du kommst da wieder hoch. Oh mein Gott, ich schaff das nicht. Ich fall aufs Maul. Ich hab, oh nein. Ich hab mich aufs Maul gepuckt. Hoffentlich. Wie denn? Wie hast du das geschafft? Ich bin nach, bin zu diesem Häuschen da gebounced. Zu dem, wo der Lift ist. Und dann bin ich da auf dem Stein gelandet, rechts davon. Aber dann war ich halt, bin ich da die, ja, diese, wie nennt man das? Die Spalte da runter quasi gefahren und dann war ich aber zu schnell und bin in den Baum gerast. Ach, Mann. Das schaffe ich doch wieder nicht. Guck. Also ist auf jeden Fall möglich. Ich weiß nicht, ich habe auch noch nicht die richtige Bounce-Taktik raus, wie ich da am besten dran klatsche. Ja, das ist bei mir auch nur mehr Glück als Verstand. Jetzt bin ich gebounced und dann an ein Rad von einem anderen Laster da dran. Hey. Oh, ich bin gebounced. Werde ich es aber verkacken. Nein, doch nicht. Nein, stopp. Nein! Wie kommst du denn immer lebend auf den fucking Stein? Weiß ich nicht. Mach dein fucking Cheat aus da. Ich sterb doch immer wieder. Ja, aber du bist wenigstens lebend auf den Stein mal und kannst fahren auf den Stein. Naja, du mehr oder weniger fahren. Fahren, genau. Und ich rutsche eigentlich dann nur runter mit Vollspeed und versuche zu bremsen. Ich komme da, wenn ich Vollspeed aufs Stein, auf Steine komme. Auf Stein. Dann. Ich klatsche vor drauf mit tot. Kann nicht mehr annähernd rutschen. Also ich versuche dann immer so nach rechts auf den Berg, weil das da, wenn man da dann richtig aufkommt irgendwie. Aber wie? Also ich stehe jetzt hier auf einem Container. Echt? Du stehst da drauf und lebst? Ja. Hallo. Mach was draus. Oh, das ist Berti. Hi. Oh, dann ist was mich voll aus der Fassung gefallen. Ich bin aus seinem Container gelandet. Ja, ich bin davor aber gelandet aus seinem Container. Oh, jetzt bin ich gebounced. Nein, na, als ob ich auf den Boden aufgekommen bin, war es vorbei. Ja, ich bin gerade auch so bald auf dem Boden. Oh, ich stehe gerade. Nein! Woo! Oh, jetzt aber. Stopp. Hä, hey, wie hast du das jetzt gemacht? Ich bin auf dem Container stehen geblieben. Hast aber nichts gedrückt, oder was?
Und dann bin ich nach vorne nach zur rechten Seite gefahren. Ja, aber du, als du runtergefallen bist, meine ich. Ja, da bin ich, habe ich nichts gedrückt. Ich will auch. Nur halt so ein bisschen die Richtung geändert. Also so ein bisschen nach rechts. Aber jetzt bin ich nicht nach vorne gelehnt oder sowas. Hi Thomas! Hi! Also eine Viertelstunde mache ich das noch mit, dann bin ich weg. Ist aber mal um Punkt 22 Uhr padden, wa? Leute, oh, ich habe einen explodieren lassen. Wenn man einen geregelten Ablauf hat, wa? Ja. Nicht so wie du. Ja. Es gibt halt Leute, die haben einen Job. Jetzt fängt das schon wieder an. Halt ja, halt, selber schuld, mal. Wenn du da die Vorlage gibst. Mit so einem, ich hätte aber auch mal pünktlich entspannt. Man muss denn aufstehen. Morgen so um 6. Dann brauchst du immer deine 8 Stunden Schlaf oder guckst du noch Fernsehen? Ich guck noch ein bisschen Fernsehen, aber trotzdem. Dann penne ich an sich auch immer relativ schnell. Versucht er ja immer ein bisschen runterzufahren. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf, Dennis. Das kommt nicht von irgendwo. Ja. Ist halt so. Autsch. Dann liege ich wieder auf so einem Ding. So, jetzt taktisch klug. Scheiße, Scheiße! Wo ist der Berti? Stehst du gerade? Ja, ich muss jetzt hier taktisch klug überlegen. Wo ist der Berti? Den schieße ich ab. Oh, Thomas auch. Hallo! Oh Gott! Ich bin schon im Abflug. Ting tang, walla walla bing bing. Na, da habe ich Stein gebissen. Was macht der Berti jetzt? Oh, jetzt bin ich gebounced. Oh Mann. Bounce gar nicht mal, ich komme eigentlich immer auf den gleichen Dings auf. Das ist ganz praktisch. Mit der bärtischen Taktik. Mit der bärtischen. Was ist denn die bärtische Taktik? Nichts tun, bis du aufkommst und dann Handbremse ganz schnell drückst. Ja, genau. Okay, mache ich jetzt auch. Scheiße, das wird schwer nichts. Wieso hast du meine Taktik durchschaut? Ich hab's dir nicht verraten. Ja, das ja, kann er analysieren. Ja, aber ich wusste irgendwie, wenn du auf Quartier bist, rutscht er ganz schnell runter. Also einfach Handbremse hämmern. Lol. Thomas steht da wieder. Aber du musst. Wieso stehst du da? Du musst auch passend drauf landen. Ja, das passiert mir irgendwie öfter. Mir passiert das auch eigentlich. Hast du das gesehen? Attentat. Nein, das war einfach nicht mal gewollt. Lol, na, schau aufs Maul, Scheiße! Vorhin habe ich das auch ähnlich gemacht, das war voll gut. Ich mache irgendwas, aber das war nicht zu definieren. Oh, das ist Thomas. Oh, ich bin kurz. Ah, oh, ding, ding, wall, bing, bing. Nein, das war aber noch zu hart, ich bin auch falsch aufgekommen. Auf 2 Contender gebaut und dann runtergeflogen. Was macht Thomas? Auch runtergeflogen. Hallo! Bots! Alter. Hallo. Was? Ja, hallo. So geht das ganz schön. Was? Thomas macht die Geräusche für mich. Hallo. Jetzt nicht mehr. Bisher. Ja. Da. Seh dich. Ja, auch gesehen und Dennis Blow auch an mir vorbei. Oh, voll an Stein. Volles mit dagegen brettert. Man muss jetzt auch taktieren. Komm ich am besten runter. So? Oh. Wieso stehst du so oft da? Wie machst du das, Cheater? Hab ich ja gesagt, nichts. Ja. Nichts, sobald ich da draußen und sehe, dass ich nicht gestorben bin. Handbremse! Auch vorher wirklich gar nichts. Wow!
Ich habe zu spät Handbremse. Jetzt muss ich versuchen zu landen. Ah, das klappt nicht. Da war ich eindeutig zu viel, hat zu viel Energie. Aber ist so ein Moped doch leicht. Ich glaube, wir spawnen immer an der gleichen Position, oder? Ja, ich auch und ich habe die beste. Ja, ist echt so. Oh, Bautzi! Ciao! Nein, war wieder zu schnell. Also, wenn ich nichts mache, dann. Bitte nichts. Nein! Was, nein? Ja, ich sah gut aus, aber. Oh. Ich sah gut aus. Es sah gut aus, habe ich ja gesagt. Ich sah gut aus. Oh. Krasser Bounce. Alter. Ein paar Stunden später. Gott. Oh nein, ganz gut gebounced, aber dann. Ups. Hat die Wand No gesagt. No-No-Wand. No-No-Wand. Ich sehe dich, Thomas. Ich hab gerade eben Leiche runterfliegen sehen. Oh, ich stehe hier drauf. Ja, das passiert uns die ganze Zeit. Wo stehst du denn? Und relativ weit oben. Also, ich stehe fast am höchsten Punkt. Mal hochgucken. Ich sehe ihn nicht. Ich stehe weiter unten. Ich sehe dich. Ich nicht. Ich sehe dich, du Lerner. Und da kommt der Wert hier. Ich sehe euch beide. Und da fährt der Thomas runter. Nein, das schaffe ich von hier oben nicht. Oh oh. Klatsch. Jo, klatsch. Die Container, die noch heile sind, sind auch scheiße. Die sind nicht gut. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Hey. Oh lol. Big day. Fuck. Nein. Wieder gebounced. Leute, ich habe wieder eins auf explodiert gebracht, hurra! Einer weniger. Oh Gott. Bock. Nein! Oh, schon wieder. Perfekt gebounced. Und dann unten in der Rille hab ich sie da verkackt. Oh, das wird nix. Oh, das wird nix. Ich stehe! Unten! Was? Oh nö. Du musst es langsam runterbringen. Ja, mach es. Du, Thomas. Wie hast du das jetzt geschafft? Oh, 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 warte. Warte, ich muss rum halten. Ich bin wie immer sonst da. Nein, ich muss eigentlich so weit runter. Ja, egal, ich verhiele. Ich bin halt auf meinen Containern da gelandet. Und dann konnte ich halt ein bisschen rumfahren. Und dann bin ich halt zur linken Seite gefahren. Da ist ein Container, wo du dann zur linken Seite hinfahren kannst. Von da aus kann man ganz gut dahin springen, fand ich. Und dann bin ich da hingesprungen und dann war ich ein bisschen schnell. Bin aber so aufgekommen, weil das da irgendwie flacher war oder so, dass ich relativ gut bremsen konnte. Da war noch nichts im Weg oder so. Oh mein Gott. Thomas bringt's nach Hause, wa? Mario. Das Problem ist, das müssen zwei machen, dass die Zeit abläuft. Oh mein Gott, wir sind auch schon wieder eine halbe Stunde dabei. Ich fahr so ganz gemütlich nach Hause. Wenn es jetzt noch einer vor mir schafft, ist mir egal. Aber du warst auf jeden Fall der Erste, der unten stand. Ja, und der fährt jetzt vernünftig. Hey.
Oh, den habe ich aber zersägt. Ich glaube, wir sind echt alle kaputt. Ah, okay, ein paar, da gibt's noch. Ah, unten weiter sind noch welche. Bouncy, Bouncy! Oh nein, das wird nix. Nope. Boah, hier lebe auch gefährlich. Ah, es ist schon mal ein geiles Gefühl, wenn ich bounce. Aber daraus so nichts fahren wird. Auf dem Boden. Himmlischer geht's nicht, es kapiert, weil wir jetzt auf dem Boden sind vom Himmel. Oh, 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 Alter. Alter, das war. Ich hab ihn. Thomas ist der Champ. Ah, so, jetzt erstmal weiterfahren. Alter, ey. Weil sowas ist Thomas immer ganz gut. Ja, ich weiß. Ich habe die Geduld und die Ruhe. Ich durchschaue das Ganze. Und dank wessen Technik? Dank meiner. Ja, die habe ich abgeguckt und richtig angewendet. Oh, jetzt habe ich mich aufs Maul gelegt, aber ist ja kein Problem. Ich habe ja einen Checkpoint! Oh ne, Betty bewegt sich. Er hat Bock zu bewegen. Er macht einen Rückwärtssalto und kommt auf. Ich glaub's nicht. What? Okay, okay. Nein! Ah. Er macht Rückwärtshaltung und kommt aus so einem fucking Container auf und lebt. Also, aber ich bin auf, wenn du auf der Hütte stehst, ne? Und dann so runter guckst, den Berg runter guckst auf der Hütte, linke Seite bin ich gelandet. Jetzt ist auch fast ein 1 durchgeballert. Holy shit! Nope. Dass der Bertie noch wach ist. Oh, Bertie! Oh, oh, oh! Jetzt bin ich nach, wo bin ich hingefahren? ich hab gesehen, wo er stand. Nach hinten bin ich gefahren, auf den einen Container da unter dir, hinter dir, unten. Wie soll ich da denn hinkommen? Vertrauen. Und dann, aber warte. Ich bin auf, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Kann ich nicht besser auf den geradeaus quasi jetzt von mir? Ja, aber warte, ich sag dir mal, wo ich hingefahren... Warte. Bleib mal da. Ja. Bin ich nur als Senker, ich mach mein schickes Foto und dann markiere ich, wo ich meine. Nichts machen, Werte, nichts machen. Siehst du das? Ich hab das alles unscharf gemacht. Und der eine Container, der da unten zwischendurch guckst, wenn du so den Blickwinkel hast wie ich, ungefähr. Ist ja da unten weit. Ein so ein Container, der scharf ist. Da bin ich drauf. Und von dem bin ich dann auf die Wand da weiter geradeaus. Auf den Fels geradeaus. Also, ich würde sagen, das ist so die beste Option, wenn du da hinkommen kannst. Oh nein, ich bin durch. Ist mir egal. Also, ich bin erst auf den hinter dir unten hinten. Und dann. Aber das schaffe ich doch nie im Leben. Da falle ich doch vorher runter. Also, ich bin rückwärts. Ich muss ehrlich sagen, ich bin rückwärts gefahren. Hab mich ein bisschen nach vorne. Oder vorwärts kannst du natürlich auch da runterfahren. Muss ich halt so fahren, dass du denkst, du schaffst das. Und dann musst du ganz hart Handbremse drücken. Nicht die Hupe! Jetzt bremsen! Oh Gott! Nein. Das könnte was. Bremsen! Nein! Nein. Oh. Nein. Schade. Mal, immerhin treffe ich die, die in der Luft fliegen. Fast. Ich stehe wieder. Ja. Okay, Betty, dann. Oh, bist du jetzt runter? Der hat mich fast verhindert. Dennis! Hoppla! Du bist so ein Assi. Ups. Entschuldigung. Hab ich dir mal direkt getroffen, ey. Ja, aber volles Bett. Ich stehe wieder. Weißt du, er fährt so einen Meter vor. Oh mein Gott, ey. Oh, ey. Sorry. Ich könnte dich grad töten dafür. Oh. Bleib stehen! Ja! Thomas, guck bei mir. Da. So, wo bist du? Der unter dir. Vorne geradeaus unter dir.
Da drauf. Also einfach drauf. Ja, und dann bremsen. Das war zu weit. Jetzt auf den Stein da. Nein! Zu steil. Aber so bin ich. Also ich bin halt von dem unten. Du warst zu steil da. Zu schnell. Zu knapp im Messer. Hey, ich hab noch einen mitgenommen. Luftgear. Ich komme meinem Ziel immer näher, alle in die Luft zu jagen. Oh, ah, oh. Bleib stehen. Hohoho. Ho, ho. Thomas? Hier, ja, oh, muss ich ja gucken. Jo. Wo bist du denn? Soll ich auf den hier vor mir? Moment, ich muss. Moment, hier. Ja, oh, nee, den über dir wäre die gewesen. Links über dir. Verdammte. Aber ja, dann flieg auf, genau, flieg mal dahin. Und jetzt von ganz hinten auf den Stein da geradeaus durch. Müsste im Prinzip das gleiche sein. Könnte nur ein bisschen weit sein. Oh, bleib stehen! Bremse! Nein! Oh. Ja, siehst du, es war ein bisschen tief. Ja, ich hatte den scheiß Container. 2 Stunden später. Oder 2 Versuche. Wer hat hier? Ja, gleich Taktik. Nicht so schnell. Oh, landen, landen! Bremsen! Bremsen! Ah, schade. Da musst du sofort auf alles her, wenn man was bremst, aber ich glaube nicht, dass die Hupe dabei hilft. Wieso das denn nicht? Man munkelt so. Weißt du, man hört nur noch. Alle verfügbaren Finger wurden eingesetzt. Ja, das ist echt so. Okay, wo sind wir jetzt? Boah, Alter, sauber gerettet, Berti. Jetzt da runter. Geradeaus? Da ist er, ja. Oh. Oh, du warst langsam. Oh. Berti. Scheiße, wie kommst du da jetzt weg? Nicht da hoch, nicht da hoch! Oh, Alter, Berti, der What? Steht. Berti steht. Was unten? Berti steht. Jetzt Piano, Berti, Piano. Da komm, fahr den Weg, aber fahr vorsichtig, da kommt Berti Tricky ist fährt. Unten? Ja, Berti fährt. Alter! Berti, mach langsam! Riss, aber riskiert hatte das, ey. Wie sonst was, ey. Ich dachte, du stell. Oh. Thomas Berti. Ist gestorben, glaube ich. Ja, echt, Alter. Aber er ist auch von dem Container, den ich quasi runter wollte. Er ist dann nochmal ein bisschen extra Schwung geholt. Eigentlich war er zu schnell, aber er hat super sauber gerettet, ey. Mir ist aber so nicht verkacken. Nee, du musst nämlich gleich aufpassen bei der Gabelung. Und auch jetzt immer so nicht zu schnell werden. Bei der Gabelung musst du echt aufpassen. Weil da sind, teilweise kennst du ja, dann geht das so steil runter. Weißt du, ich mein? Berti konzentriert sich. Ja, ich höre dir zu, aber ich habe keine Zeit zum Antworten, so ungefähr. Ja, fahr mal vorsichtig in die Kurve. Ganz piano. Lass mich mal rollen. Achso, okay, erst einen Gang rollen lassen. Halt doch die Fresse mit deinem falschen Richtung. Ich dachte, der wollte mir sagen, halt doch die Fresse. Oh. Rechts. Nein! Nein! Boah. Oh, war das schnell. Links wäre aber genauso scheiße gewesen. Hey, 30 Sekunden bis zur Erlösung. Ja, das schaffst so. Du nicht, weil du da runterkommst noch. Mach ich jetzt ein paar Frontflips! Wenn du deine Moped nach hinten ziehst, dann fliegst du immer so ein bisschen nach vorne, ne? Hab ich schon. Ja, hast du schon mal gesagt. Hui! Yeah, GTA 3. Auch so eine Kackoptik. Endlich! Did not finish, ja, okay. 1 Stunde 30 Minuten, 36 Sekunden. 35 Minuten. 10.000. Oh Gott.
Ich hätte das echt früher sagen sollen. Damit habe ich den Gesamtsieg geholt. Wo bin ich? Habe ich es noch vor Dennis geschafft wieder? 1:30 bei Verti. Bei Verti 1:30, Verti nicht schlecht. 1:30. Ha, Verti hat dich noch überholt. Nice. Was soll ich da machen? Ich habe ja schon während dieser Session 3-mal meinen Mechaniker bezahlt. Das soll was heißen. Oh, hey Gott, bin ich froh, dass das vorbei ist. Ja, kann man nur festhalten, verdient gewonnen, wegen dem letzten Teil. Wäre ja auch noch verdient vor mich gekommen. Dankeschön. Oh, ich kann nicht mehr. Jetzt muss ich also noch alles editieren. Selber schuld, wenn du so Scheiße aussuchst. Ja, egal. Das komprimiere ich irgendwie auf 20 Minuten oder so. Krieg ich schon hin. So. Nochmal, sagst du? Nee. Will nicht mich abschießen gerade, Thomas, bitte. Oh, da hast du aber Glück gehabt. Jetzt meinetwegen zur Not, aber ich war gerade am Geld einzahlen. Und wenn ich dabei jetzt abgebrochen wäre, das wäre ein bisschen assi gewesen. Ein bisschen, sagst du? Alter, oh. Ah, vergiss es. Was? Ich wollte sagen, deine B-Säule oder A-Säule oder was immer das war, das schützt dich ganz gut. So die C-Säule. Ne, die B-Säule. Du hast keine C-Säule. Ja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, G, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nee, C-Säule heißt trotzdem C-Säule, meine ich. Ja? Ja. Der hat dann einfach keine B-Säule. Ja, okay, dann fällt die B-Säule halt weg. Eins von denen ist weggefallen. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt. Auch mal. Ja, okay. Also wenn das jetzt editiert ist, dann kommt das den anderen natürlich nicht so lang vor, aber es war schon verdammt anstrengend. Oh, und hab's dann. Haut rein, ey. 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 Haut rein, ey.